Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 59. Sendung von Wir in Rhens. Heute wieder in Rhens im Streichholz und Sie sehen uns wieder von vorne. Ja. Es gab tatsächlich ein paar Reaktionen auf diesen Gag und man hat uns dann gesagt, so schlecht seht ihr eigentlich nicht aus, ihr könnt euch schon wieder zeigen. Von vorne zeigen. Während draußen die Gruselstimmung aufkommt, es wird langsam Herbst, obwohl wir hatten ein paar schöne goldene Oktobertage bisher. Aber so langsam morgens kommen die Nebelschwaden, es wird richtig gruselig, es wird richtig Herbst. Ganz am Anfang des Herbstes noch ein paar Lichtblicke. Der erste Lichtblick zurück zum 3. Oktober. In Rhens ist das immer ein gewisser besonderer Feiertag, denn wir können das ja auch erklären für alle Nicht-Rhenser, bei unserem riesigen Verbreitungsgebiet, das sich jetzt für den OK4 Koblenz gibt, müssen wir das ein bisschen erklären vielleicht. Es gibt in Rhens den Königsstuhl, das ist eines der Wahrzeichen. Genau. An dem Königsstuhl gibt es ein Friedenskreuz, das wurde seinerzeit errichtet von keinem geringeren als Gotthilf Fischer, der mit seinen Chören da war und das großspurige Versprechen gab. Ne? Nochmal da zu singen, was er natürlich nie gemacht hat. Und zwar jedes Jahr wollte er sogar einmal kommen. Und er war dreimal da, das erste, das letzte und das einzige Mal. Übernommen wird aber die Tradition, an diesem Königsstuhl der deutschen Einheit zu gedenken von der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft, ein Verein hier in Rhens, der sehr rührig ist. Und Sie erinnern sich, wir hatten neulich in der Sendung die Kanzlerwahl und jedes Jahr am 3. Oktober findet dort eine Feierstunde statt. Und da muss man der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft wirklich ein großes Lob und großen Dank aussprechen. Die finden jedes Jahr wirklich sehr, sehr gute Redner, die aus ihrer Sicht erzählen, wie sie die Einheit erlebt haben. Und ich muss sagen, es ist ein Festakt, der einer deutschen Einheit in meinen Augen irgendwo würdig ist. Ich fand besonders schön, was unser Landrat gesagt hat. Ein Aspekt, der mir persönlich nämlich auch immer so ein bisschen zu schaffen macht, dass man nicht die Politiker ständig nur durch den Kakao ziehen darf. Also natürlich machen wir Witzchen, das machen wir ja manchmal auch. Natürlich. Man darf auch mal frech sein. Aber so wie im Moment bei uns so manches Amt in seiner Würde total geschädigt wird. Das geht wirklich zu weit. Da hat er klare Worte gefunden. Es geht los mit Musik, wie jedes Jahr auch. Da nochmal auch von uns einfach mal ein Dankeschön, weil das ist nicht selbstverständlich. Concordia Rhens hat diese Feier sehr würdig umrahmt. Meine Damen und Herren, gestern wurde ich zu einem Telefoninterview von einem regionalen Sender angerufen. Die junge Dame stellte mir unter anderem die Frage, warum wir diese Feierstunde begehen. Ich war verblüfft und verwies in meiner Antwort auf den selbstgestellten Auftrag der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft, das Andenken an den Königsstuhl und die deutsche Geschichte insgesamt zu wahren. Und darauf, dass nach jahrzehntelanger, schmerzhafter, gewaltsamer Trennung Deutschlands die Freude an die Wiedervereinigung, in Freude an die Wiedervereinigung erinnert werden sollte. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Eine Zivilgesellschaft gedeiht nur in Freiheit und Demokratie. Sie gibt ihren Bürgern Rechte, fordert aber auch Verantwortung und Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber. Ohne die Arbeit von ehrenamtlich Tätigen wäre auch die deutsche Einheit, das Zusammenwachsen von Ost und West nicht zu schaffen gewesen. Zu verdanken ist dieses Wunder den Bürgerinnen und Bürgern, die bereit waren, für Einigkeit und Recht und Freiheit zu kämpfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Institutionen der Demokratie, Parlamente und Verwaltung müssen als Eckpfeiler der Umsetzung dieser Demokratie gesehen werden und sie sollten aus dem Spektrum der Ironie und des Lächerlichmachens herausgenommen werden, da ohne Eckpfeiler keine Demokratie lebens- bzw. überlebensfähig ist. Und viertens, in der Medienlandschaft sollte ein Fehlverhalten eines einzelnen Mandatsträgers oder einer einzelnen Einrichtung
nicht stets als Systemfrage gestellt werden und so aufgearbeitet werden, dass alles in Skandalen mündet. Auch in Medien besteht die Pflicht, die demokratischen Organisationsstrukturen und Systeme zu verteidigen und positiv darzustellen, dass gerade die Demokratie ist, die ihnen die Meinungsfreiheit garantiert. Also Demokratie, unser gemeinsamer Auftrag. Demokratie, ein Auftrag, der gerade an dem Tag wie dem 3. Oktober in den Mittelpunkt zu stellen ist, weil hier hat die Gedankenwelt der Demokratie über die Gedankenwelt der Diktatur gesiegt. Friedengruß von Rhens, Königstuhl zu Rhens am Rhein. Erbaut von Rhenser Bürgern nach dem Willen Kaiser Karl IV. König von Böhmen und Kurfürst, ein Monument des Rechts, der Versöhnung und des Friedens durch Jahrhunderte. Heute grüßen wir am Tag des wiedervereinten deutschen Staates die Bürger in alle 16 Bundesländer. Zu lange waren wir durch eine widerrechtliche Teilung getrennt. Zu viele Menschen haben unsäglich gelitten, durch Tod, durch Schikane und andere Misshelligkeiten. Die äußere Einheit ist lange erreicht. Die innere Einigkeit wird noch etwas Zeit brauchen, aber sie wächst und gedeiht. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurde das Ende der Trennung Europas symbolisiert. Heute wächst Europa Ost und West wieder zusammen. Ehemalige osteuropäische Staaten, die uns feindlich gegenüberstanden, sind Teil unserer europäischen Gemeinschaft. Bauen wir weiter mit der Kraft Deutschlands an der Einheit Europas. Dass wir in Freude als ein Volk in Deutschland in einem freien, demokratischen, gerechten europäischen Haus leben und arbeiten können. Wir wollen dem patriotischen Geist anderer Völker achten und erhoffen für uns, dass eine über tausendjährige Geschichte der Deutschen mehr gilt als die Gräuel der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts. Die Leiden aller Völker sollen mahnend und unvergesslich sein. Dieser Tag soll für uns und alle Völker in Europa ein Tag der Freude sein, das Gemeinsame in der Geschichte der europäischen Völker muss für die Zukunft ein Band des Rechts, der Eintracht und des Friedens werden. So solle diese deutsche Einheit ein leuchtendes Friedensfeuer sein, für uns und alle Nachbarn in Europa in Einigkeit und Recht und Freiheit. Kaiser Ruprecht Bruderschaft zur Pflege des Andenkens an der Königsstuhl zu Rense und deutscher Geschichte. Gegeben am Königsstuhl zu Rhens am Rhein am 3. Oktober des Jahres 2012. Thank you.
Das Schöne am Herbst ist nicht nur, dass man wie ein kleines Kind durch den Wald spazieren kann und, wie ich das zugegebenermaßen immer mache, in jeden Laubhaufen, der irgendwie da ist, auch reinspringe und mit Blättern werfe. Also eine Schneeschlacht ist gar nichts dagegen. Herbst hier in der Gegend ist besonders schön. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, den ich jetzt gebrauche, aber Indian Summer ist ein Dreck dagegen. Hier in dieser Gegend zu leben, ist einfach traumhaft schön. Und zu einem richtigen Herbst gehört auch ein Herbstball. Der fand statt im Kaisersaal. Zum Kaisersaal werden wir gleich noch ein bisschen was sagen. Aber schauen Sie erst mal, wie vornehm es da an dem Abend wieder zuging. Die Tanzfreunde Just for Fun sind im Grunde genommen drei Pärchen aus Spey und Rhens, die es sich zum Ziel gemacht haben, einfach mal schön zum Spaß zu tanzen. Sie trainieren regelmäßig in unterschiedlichen Gruppierungen und haben jetzt zum zweiten Mal den Kaisersaal gemietet, um an einem festlichen Abend mit netten Gästen zusammen zu tanzen. Eine gekonnte Tanzeinlage bot die Salsa-Tanzgruppe der Renzer VHS dar. Unter Leitung von Gisela Marti begeisterten diese Tänzerinnen und Tänzer das Publikum. We'll be right back.
Mann. Und die Herzen immer noch dreimal am Ort. Das ist wunderbar, Senor. Zu Glück, Café und Zitrone, das habe ich gegeben. Und die Herzen alle Tage lang am Ort. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer ist sein Land. Und Musik im roten Vino, den man hat. Und die Herzen immer noch einmal am Ohr. Das ist wunderbar, Senor. Das ist wunderbar, Also ich muss ganz ehrlich sagen, Micha, ich bin froh, dass ich nicht tanzen musste, weil dann wäre das keine ernsthafte Sendung wie in Rehns, sondern eher so Komödie geworden. Und ich hatte das Glück, ich konnte mich hinter der Kamera verstecken. Worauf ich mich wiederum freue, dann kommen wir schon, oh Gott, wie schnell die Zeit vergeht, in die närrische Jahreszeit. Nämlich eben in diesem Kaisersaal findet bald auch wieder die Mühnensitzung statt, und zwar am 10.11. Und da muss ich auch nicht tanzen, weil ich nämlich Musik mache. Aber man hat halt manchmal Glück im Leben. Ja, ich darf Gott sei Dank auch zugucken, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Möhnen wie in jedem Jahr ein ganz, ganz grandioses Programm auf die Beine stellen werden. Mit Sicherheit. Es gibt auch schon Informationen. Wir werden demnächst mehr dazu erzählen können. Es will sich eine Theatergruppe hier in Rehns gründen. Oh, wie toll. Und die werden auch wieder, wie das ja wohl ganz früher auch schon mal war, im Kaisersaal auf der Bühne dann richtige Theaterstücke aufführen. Finde ich ganz toll. Ich auch. Und wir werden das auf jeden Fall begleiten. Und soweit wir Näheres wissen, werden wir Ihnen davon auch erzählen. Von Rehns aus jetzt noch einmal nach Spey. Es ist eine ganz lustige Sache passiert. Ich habe dort an der Schottelhalle gewartet. Sie haben es vielleicht im Blättchen gelesen. Ich hatte ja großspurig angekündigt, wir berichten über das Herbstkonzert, nicht nur den Ball in Rehns, sondern auch das Herbstkonzert des Männergesangvereins in Spey. Das sollte dort stattfinden, laut Veranstaltungskalender. Es war aber niemand da. Ich habe dann gehört, die mussten es leider absagen, weil wohl nicht mehr so viele Sänger dabei sind. Schade. Man könnte jetzt auch sagen, Micha, dass du nicht mehr ganz mit dem Trend der Zeit gehst und vielleicht den alten Kalender genommen hast. Nein, es war, ich habe mir das Anfang des Jahres aufgeschrieben. Ehrlich? Na gut. Ich habe zuerst auch schon gedacht, ich habe auf irgendeiner veralteten Internetseite von 2008 geguckt oder so. Nein, es ist wirklich. Aber da ich schon in der Schottelhalle in Spey war, habe ich dann nebenan geguckt. Da ist nämlich die Grundschule. Ja, und die Kleinsten, und das wissen Sie aus all unseren Sendungen, machen eigentlich immer am meisten Freude, oder? Ja, die sind aber nicht da, weil im Moment sieht es da ziemlich öde aus. Ja, Ferien, das sind Ferien. Nein, es sieht so aus, dass man da im Moment keinen Unterricht machen kann. Aber wenn es renoviert ist, wird es richtig gut. Seit mehr als 3 Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit haben in den Sommerferien die Sanierungsarbeiten an der Speyer Grundschule begonnen. Das Gebäude ist schon über 50 Jahre alt und erheblich sanierungsbedürftig. Probleme insbesondere im Bereich der Elektrizität, des Wassers, Abwassers, der Dämmung und der Heizungsanlage. Dadurch, dass die Kindertagesstätte und die Grundschule
komplett ausgelagert wurden, kann die Bauzeit um ein ganzes Jahr verkürzt werden. Die Baumaßnahmen kosten insgesamt etwa 2,8 Millionen, die aber gut investiert sind in die Zukunft unserer Kinder. Thank you.
Wir in der Verbandsgemeinde sind ja mittlerweile eine richtig große Familie. Mit ein bisschen Patchwork hier und da, aber eine Familie. Und die wird demnächst größer und wir wollen das schon mal so ein bisschen vorbereiten. Uns ist aufgefallen, Ihnen wahrscheinlich auch, in unserem Blättchen rund um den Königsstuhl gibt es seit einiger Zeit immer zwei Seiten Blick zum Nachbarn. Und gute Ideen kann man klauen. Deswegen haben wir das auch übernommen. Wir haben das gemacht. Wir haben nämlich einen Blick zum Nachbarn gemacht. Erstmal habe ich, bevor ich nach Kohan-Gondorf gefahren bin, natürlich geschaut, was steht eigentlich in deren Blättchen. Und siehe da, die haben immer eine Doppelseite über Rehns. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal Kohan-Gondorf zeigen. Es ist so ein bisschen frech geworden, aber wir haben das ganz lieb gemeint. Naja gut, die Verbandsgemeinde Rehns kennt uns etwas frech. Und ich hoffe, dass die Verbandsgemeinde Untermosel das abhaben kann. Da müssen Sie jetzt durch. Kohan-Gondorf ist ein Weinort an der Mosel und gehört wie die Stadt Rehns zum Landkreis Mayen-Koblenz. Seit 1976 ist Kohan-Gondorf Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Untermosel. Und das könnte dann vielleicht wirklich ein Vorteil der Verwaltungsreform werden. Die Verbandsgemeinde Untermosel hat nämlich Orte rechts und links der Mosel, aber keinen einzigen, der unter der Mosel liegt. Schon auf den ersten Blick fällt auf, es gibt ganz viel Wein hier und ganz viele Fachwerkhäuser. Das macht diesen Ort schon von vornherein sehr sympathisch. Und eine ganze Reihe weiterer Parallelen zu unserer Verbandsgemeinde Rehns konnte ich in Kohan-Gondorf entdecken. So gibt es auch hier auf dem Marktplatz einen Brunnen und im Bereich der Gemeinde Kohan-Gondorf eine ganze Reihe von Sauerbrunnen. Zwischen 1870 und 1975 wurden diese Mineralquellen gewerblich genutzt. Was für die Rehnser der rote Ochse, ist für die Kohan-Gondorfer der Tatzelwurm. Obwohl im Allgemeinen als relativ scheu beschrieben, gelten Tatzelwürmer aber auch als gefährlich und aggressiv. Sie sollen Menschen und Tiere angefallen haben. Da bin ich ja mal gespannt, ob es die wirklich dort noch gibt. Bei uns in Rehns gibt es auch hier Häuser, die wohl schon bessere Zeiten gesehen haben. Wie in Rehns gab es auch in Koban ein jüdisches Bethaus und eine Judenschule. Der Rittersaal in der Peterstraße ist Teil eines gotischen Burghauses der Familie Romilian. Was für Spei die Renovierung der Grundschule ist für Kohan-Gondorf derzeit die Renovierung der Schlossberghalle. Schlossberg übrigens der Name einer Weinlage. In diesem Gebäude war auch die Verwaltung der Ortsgemeinde untergebracht, derzeit provisorisch in einem Ladenlokal am Marktplatz. Die alte Grundschule von Kohan-Gondorf. Und gleich dahinter der Neubau. Dass man auf dem Schulhof parken kann, fand ich eine super gute Idee. Aber was nützt es, wenn man gar nicht erst drauf fahren darf? Dieses Schild der Schulbushaltestelle hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Kommen wir wieder zu den angenehmeren Seiten. In Kohan-Gondorf gibt es ganz viel Wein. 6 Weinbaubetriebe sind hier tätig. Die Rebfläche beträgt 36 Hektar.
Die Lagen Gondorfer Fuchshöhle, Kehrberg, Gens und Schlossberg, dann der Koberner Schlossberg, Weißenberg, Fahrberg und Koberner Uhlen. Wie in Rehns gibt es auch hier eine ganze Reihe von Historiensäulen, unter anderem vor der Pfarrkirche. Die Koberner Pfarrkirche St. Lubentius wurde in den Jahren 1827-28 als Saalkirche gebaut, nach Plänen von Johann Claudius von Lasso. Die Kirche selbst hat keinen Turm, sondern nur einen Dachreiter und die drei Glocken befinden sich in dem am Berghang stehenden Glockenturm. Werden wir gleich noch sehen. Nein, mit unserer Rehnser Pfarrkirche kann St. Lubentius nicht mithalten, wenn mir diese Bemerkung erlaubt sei. Die Sternsinger, fiel mir auf, haben hier eine sehr rationelle Arbeitsweise. Eine weitere Gemeinsamkeit mit Rehns ist das Mühlental. Hier führt es hinauf zur berühmten Matthiaskapelle neben der Koberner Oberburg. Auf dem Weg dorthin kommt man an einem Weingut vorbei, das weit über die Grenzen von Kobern-Gondorf hinaus bekannt ist. Gut, auch dieses Schild muss dann wohl nicht mehr erneuert werden. Auch der Startpunkt eines Traumpfades verbindet Kobern-Gondorf mit unserer Verbandsgemeinde. Hier der vorhin erwähnte Glockenturm der Pfarrkirche. Das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Untermosel, es dürfte etwa zur gleichen Zeit entstanden sein wie das Rehnser Rathaus. Was will uns diese Straßenbezeichnung sagen? Doch wohl hoffentlich nicht, ihr Rehnser könnt uns mal. Ach nein, hier geht's rauf zur Schule. Von hinten hat dieses Rathausgebäude etwas mehr Charme. Auch die Hochwassermarken hier sind eine Gemeinsamkeit mit Spey und Rehns. Und auch der hiesige Bahnhof versprüht, wie in Rehns, einen eher etwas spröden Charme. Hier werden wohl bei vielen Zuschauern wieder schöne Erinnerungen wach. Eines der Wahrzeichen von Kobern. Unterm Strich also ein schönes Örtchen, in dem man gerne verweilen kann. Wir werden uns vertragen. Mit der Untermosel habe ich kein Problem. Da habe ich schon Freunde gefunden und ich bin mir sicher, dass ich da noch viel mehr Freunde finden werde. Vor allem, weil es da den guten Wein auch gibt, gell? Aha, ja, ja. Auf der anderen Seite gibt es Sachen, mit denen ich mich zumindest, Micha, ich mag dich, aber da sind wir völlig unterschiedlicher Meinung, ich mich gar nicht anfreunden kann. Erzähl.
Micha ist ein großer Fan der Seilbahn in Koblenz. Ich habe nichts gegen die Seilbahn, aber ich werde da nicht reinsteigen. Warum nicht, Anne? Ich habe Angst. Anne, solange das Seil hinter dir reißt, das ist doch gar nicht schlimm. Super, das beruhigt mich jetzt ungemein. Nein, aber die Seilbahn muss bleiben. Das auf jeden Fall. Man kennt es aus der Presse, wie viele Menschen da drin schon geheiratet haben. Was ich bisher immer verpasst habe und eigentlich gerne mal machen würde, solange die Seilbahn stehen bleibt, wo sie ist, wäre eine Weinprobe in dieser Seilbahn. Also die Koblenzer kamen auf ganz, ganz, ganz grandiose und wirklich gute Ideen, was diese Seilbahn angeht. Und deswegen muss die bleiben. Sie wissen vielleicht, es gibt eine Aktion des Freundeskreises der Buga, die schon weit über Tausende von Unterschriften gesammelt haben dafür. Beteiligen auch Sie sich bitte daran. Und ich zeige Ihnen ein ganz kleines Schmankerl. Nicht ganz ohne Stolz habe ich nämlich den Wettbewerb gewonnen, den Videowettbewerb seinerzeit, Nightline, als es darum ging, die Seilbahn bei Nacht zu filmen. Ich habe da eine Minute Zeit gehabt, ich habe was draus gemacht, das dürfen Sie sich mal anschauen. Die Seilbahn muss bleiben. In der Seilbahn wurden auch schon Krimiszenen gedreht, zum Beispiel von diesen Benefiz-Krimi-Juwelen von Lenné. Da gibt es Seilbahn-Szenen. Und beim Stichwort Krimi fällt uns ja auch wieder was ein. Gell? Die unendliche Geschichte. Wir hatten aufgerufen zu einem Krimi. Wir haben ein ganz grandioses Drehbuch geschrieben bekommen von Michael Stach. Das war ganz, ganz toll. Wir haben auch gedreht und dann diesen Krimi eigentlich nie vollenden können. Ich sag mal, es gibt Komponisten, die werden berühmt mit den Unvollendeten. Ja. Vielleicht hätte das bei uns auch geklappt. Aber das, was wir gedreht haben, fand ich ziemlich gut. Vor allem, weil wir ganz toll unterstützt wurden. Und wir möchten Ihnen das zeigen und haben uns jetzt eine Sache überlegt. Wir werden in unserer nächsten Sendung, das ist die 60. Da müssen wir sowieso irgendeinen Jubiläumsgag einbauen. Und da werden wir Ihnen Ausschnitte zeigen aus dem Krimi. Wir werden uns irgendwas überlegen. Vermutlich werden wir einfach alles, was dazwischen passiert, erzählen und zeigen Ihnen dann die Szenen, die wir tatsächlich schon im Kasten hatten. Und das wird auch sehr, sehr passend zu unserer 60. Sendung sein, denn da Sie uns schon 5 Jahre ertragen, das ist fast schon kriminell. Ein schönes Schlusswort, Anne. Ja, Entschuldigung. Wir danken Ihnen allen fürs Zuschauen, wünschen Ihnen einen schönen November. Kommen Sie da ganz gut durch diese vielleicht trüben Tage. Zum Glück ist der letzte Sonntag im November schon ziemlich früh, nämlich am 25. Da sehen wir uns dann mit der nächsten Folge schon wieder. Bis dahin. Genießen Sie den Herbst. Blätter, nicht? Schön durch die Gegend, ja, Anne? Ja, genießen Sie die schöne, fast kalte Jahreszeit. Und wenn es Ihnen zu kalt ist, machen Sie den Ofen an, kuscheln Sie sich aneinander, nehmen Sie sich ein gutes Buch, haben wir übrigens lange nicht mehr gehabt, ja. Buchempfehlungen. Ich glaube, in der nächsten Sendung werden wir auch noch ein paar Buchempfehlungen. Ich habe auch ein ganz tolles, genau. Perfekt. Also ganz, ganz viele Ideen für die nächste Sendung sind auf jeden Fall schon da. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Herbst und wir sehen uns.